Okay, ich blende jetzt mal zu diesem Jagdflugzeug zwei Videos ein und dann geht's weiter. Jo moin Leute, Goldpriester hier. In diesem Video gibt es eine erste Vorschau zum kommenden Update 6.2 und dann gibt es noch erste Vermutungen zum Kapitel 7. Doch bevor wir gleich starten, schauen wir uns erstmal die aktuellen wöchentlichen Aufgaben zu Bebender Boden an. Wir gehen dabei aber nur auf die wichtigsten Aufgaben ein, und zwar bei Brandrodung könnt ihr das direkt auch in Combat Arms abschließen. Ich habe das dort mit einem Bajonettangriff gemacht. Ich dachte erst, okay, wird bestimmt nicht funktionieren, aber dann hat es doch funktioniert. Meine Güte, hat ja gerade rumgeschrien bei der Aufgabe alle für einen. Denkt daran, dass halt nur grüne Gruppenglieder dafür zählen. Also achtet darauf, dass ihr in den vollen Squad seid. Weiter geht's mit Operation Erfolgreich, da würde ich euch TDM empfehlen. Truppeerobung geht im Moment ja nicht richtig, da es verbuggt ist. Bei Fraktaltor dachte ich erst, okay, diese Aufgabe ist diesmal schwer. Dann bin ich in Combined Arms rein und zwar auf Verfolgungsjagd und siehe da, es hat dort auch funktioniert. Problem ist halt, dass ihr die 15 Doppelkisten eine Runde abschließen müsst, sonst resettet die Aufgabe jedes Mal. Ihr müsst dafür übrigens nur zwei Kills schnell hintereinander machen, also die müssen nicht direkt gleichzeitig sein. Abholungsanfrage erhalten. So macht man das. Verdammt. Habt ihr dann die ganzen Sachen soweit abgeschlossen, gibt es dann ein neues US-Soldaten-Asset und zwar schiffsbrüchig. Und so schaut das Ganze dann aus. Enthalten ist eine Kurzhaarfrisur, ein kurzes Oberhemd und eine lange olivgrüne Stoffhose. Nächste Woche mit Namen wir Glückspilze wurde jetzt auch schon freigeschaltet. Und da schauen wir eben auch mal rein. Und zwar bei Kontakte heißt es eliminiere einen Gegner. Dann kommt gesichert erobere zwei Ziele. Weiter geht es mit Eingraben und zwar errichte 5 Barrikaden. So, dann kommt Feind in Anmarsch, eliminiere als Trupp 25 Gegner, während ihr Ziele verteidigt. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas anspruchsvoller. Weiter geht's mit Verteidigungsposition, erringe 7500 Punkte als Versorgungssoldat oder als Aufklärer. Bei König des Hügels heißt es, gewinne 2 Runden Trupperoberung und als letztes kommt noch geeignet voran mit führe 15 Truppenbefehle aus. Und dann gibt es eine unglaubliche Stufenfreischaltung, also ich würde fast sagen, dass es sogar schlechter ist als eine neue Nahkampfwaffe. Und ich dachte schon immer, das wäre eigentlich das Schlechteste. Naja, okay. Jetzt kommen wir mal zum Update 6.2, wo auch die TDK neu angepasst werden soll. Dieser ist im Moment noch im Verifizierungsprozess, das kann also noch etwas dauern, bis dieser letztendlich dann veröffentlicht wird. Aber ich denke mal, dass dieser wohl im Laufe der nächsten Woche ab dem 24.02. irgendwann kommen wird. Kleine Vorschau gibt es aber jetzt schon, und zwar beseitigt werden verschiedene Fehler zusammen mit der Stoßmine. Gefixt wird ein Fehler bei der Reload-Animation des Boys an die Tankgewehrs. Beim MG34 wird beim Verwenden des Trommelmagazins manchmal fälschlicherweise der Munitionsgurt angezeigt. Es wird ein Problem behoben, bei dem die KI und V1-Rakete manchmal kein Motorgeräusch hatten. Außerdem wird ein Absturz behoben, der manchmal auftreten kann, wenn das Spiel auf russischer Audiospur gespielt wird. Die Zoom-Einstellung für die Minikarte speichert sich manchmal nicht permanent. In Feuersturm wird die Anzahl der Minispieler im Solo-Modus von 8 auf 2 reduziert, um den Rundenstart zu erleichtern. Man könnte auch sagen, in Feuersturm ist nichts mehr los. Wenn ihr am Leben seid und die Squads wechselt, kann es manchmal sein, dass im Bereitschaftsbildschirm hängen bleibt. Auf Hamada erschweren gerade auf der Landebahn die Starts von Flugzeugen. Ja, schönen guten Morgen, Dice. Auf Salomon Island gibt es verschiedene Probleme, dass Spieler den vorgesehenen Spielebereich verlassen können. In einigen Fällen kann es passieren, dass bei der kleinen Paketvergabe von Munition und Medic diese in der Endlosschleife hängen bleibt. Manchmal können markierte Feinde vom Flugzeug aus nicht erkannt werden. In einigen Fällen kann es passieren, dass der LVC-Schwimmpanzer plötzlich außer Kontrolle gerät. Außerdem gibt es unschärfe Probleme mit der Sicht. Beim M2 Carbine funktioniert die Zweifachvergrößerung mit einigen Kombinationen nicht richtig. Mit der Bazooka kann man keine Flugzeuge mit einem Schuss zerstören. Bei der M3 wird der Entstörer im Anpassungsmenü nicht richtig dargestellt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das auch bei diesen einen LMG der Fall sein. Ich glaube bei Typ 11 oder das, was davor gekommen ist. Auf verborgener Stahl fehlt im Eroberungsmodus eine Munitionsversorgungsstation bei der C-Flagge. Mit den Selbstlader 1906 erhält man keine EP und somit kann man diese auch nicht aufleveln. Bei der Krag Jürgensen verbuggt die Reload-Animation, wenn man sich gleichzeitig noch heilt. Das Nachladen der Waffe kann fehlschlagen, wenn der Spieler während der Wiedergabe der Nachladeanimation einen Beutel verwendet. Flugzeuge erhalten keinen Schaden, wenn sie mit Granatgeschosse beschossen werden, ausgenommen Flugabwehr. Server-Warteschlangen funktionieren manchmal nicht richtig, manchmal gibt es auch Verbindungsprobleme kurz nach den Connecten. Dann gibt es auch wieder den altbekannten unendlichen Todzustand, Neuanstieg ist damit also nicht mehr möglich.
Spieler können beim Matchmaking-System manchmal außerhalb ihrer beabsichtigten Region landen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Europa einstellt, dass ihr dann auf dem amerikanischen Server connectet. Das D-Spot mit Rauchgranaten funktioniert in einigen Fällen nicht richtig und man bleibt weiterhin sichtbar. Beim Neuanstieg in Flugzeugen gibt es manchmal eine kurze Verzögerung, die zum Absturz führen kann. Jetzt kommt ein Bug, der nur auf der PS4 auftritt und zwar gibt es dort manchmal schwarze unbeabsichtigte Quadrate. Der Modus Squad-Eroberung ist im Moment verbuggt, das ist der Modus mit 16 Mann und deshalb wurden einige Karten aus der Rotation entfernt, da sie einen Ladefehler verursachen. Okay, das war jetzt erstmal eine kleine Vorschau, beim endgültigen Release wird es dann, denke ich mal, noch mehr Bugfixes geben und vor allem kommen dann auch wieder die neuen TTK-Werte, die ja viele brennendst interessieren dürften. Dann gibt es zwei neue Leaks und zwar zwei neue Waffenskins. Einmal Spindrift für die Schrotflinte Modell 37, es handelt sich dabei um eine weiß-graue, leicht orange Einfärbung. Der zweite Skin ist diesmal für die MP40 und heißt Megalode und diesen gibt es übrigens auch für die STG-44. Wie ihr seht, ist dieser äußerst aufwendig gestaltet. Zu sehen ist ein Schluck eines Patronengurtes, Lederschnüre, Angelhaken und ein Zahn eines Haies. Und hier ist dieser nochmal für die STG-44. Es gibt außerdem noch ein unfertiges Soldatenset, das nach dem japanischen Zerstörer Arashi benannt ist. Arashi spielte eine wichtige Rolle im Zweiten Welt-K-Punkt, indem er US-Angriffsflugzeuge in der Schlacht von Midway versehentlich zur japanischen Trägerflotte führte. Arashi war von der japanischen Trägertruppe getrennt worden, als er versuchte, ein amerikanisches U-Boot, die US-Nautilus, zu zerstören. Nach ihrem Angriff auf die Nautilus dampfte Arashi mit hoher Geschwindigkeit, um sich wieder der Truppe anzuschließen. Die Arashi wurde später dann zusammen mit der Hagikasa und Kawakasa von Torpedos und Flottenfeuer der US Dunlap, der US Craven und der US Mary in den sogenannten Schlacht von Golf von Vella versenkt, was der USA einen entscheidenden Sieg bescherte. Golf von Vella liegt übrigens nicht allzu weit von den Salomonen entfernt. Wenn man das Ganze jetzt noch mit dem bereits geleakten KAMI-Modell mit dem Torpedo vom Typ 91 vergleicht, sieht es immer mehr danach aus, als würde das Kapitel 7 dann irgendwas mit der Marine zu tun haben. Ist aber nur eine erste Vermutung meinerseits. Übrigens, diese Lufttorpedos der kaiserlich-japanischen Marine konnten auch von Flugzeugen aus gestartet werden. Dann gibt es bereits erste Informationen zum nächsten japanischen Elite-Soldaten und zwar Akira Sakamoto. Die Aufgabe zum Freischalten seiner einzigartigen Nahkampfwaffe eines Steuerknüppels umfasst einige Flugzeugaufgaben, den Einsatz stationärer Waffen, MMGs und Leuchtkugeln. Sein Geburtsort ist in Karafuto in Japan. Er ist ein visierter Zero-Pilot, diszipliniert, hat außergewöhnliche Reflexe und einen hohen Einfallsreichtum. Er ist immer dann zu Ort, wenn ihn seine Kameraden brauchen. Außerdem ist er noch Experte für Bodenunterstützung. Sein Leitspruch lautet, und zwar, ich werde nicht von meinem Weg abweichen, auch wenn es manchmal brenzlig wird. Dann gibt es einen weiteren Leak, und zwar wurde in den Gamefiles ein neues Jagdflugzeug mit Namen P-51 Mustang gefunden. Die nordamerikanische P-51 Mustang ist ein einmotoriges Jagdflugzeug des US-amerikanischen Herstellers North American Aviation. Der einsitzige Ganzmetall-Tiefdecker wurde im Zweiten Weltkrieg vor allem als Langstreckenbegleitjäger in den Bomberverbänden der United States Army Air Force eingesetzt. Die Hauptversion und die meistgebaute Ausführung war die P-51D, von denen knapp 8000 Stück ab dem Februar 1944 gebaut wurden. Die Hauptveränderung bestand im Einbau einer neuen Plexiglashaube, die die Rundumsicht bedeutend verbesserte, und zwei zusätzliche schwere Maschinengewehre. Für das innere MG-Paar standen je 380 Schuss zur Verfügung, für die zwei äußeren Paare jeweils 270 Schuss pro Waffe. Mit zusätzlichen zwei Abwurftanks, die je 110 Gallonen, 54 Liter Treibstoff fassten, war eine Maximalreichweite von 3300 Kilometer möglich, was mit Abstand die höchste Reichweite für alle einmotorischen alliierten Kampfflugzeuge war. Okay, ich blende jetzt mal zu diesem Jagdflugzeug zwei Videos ein und dann geht's weiter.
Dann gab es einen weiteren Leak, und zwar soll es wohl bald eine neue Audioeinstellung für Treffer geben. Diese wird im Grundzustand genauso wie Battlefield 1 klingen, oder man kann diese auch auf den Stand zum Battlefield 5 Release umstellen. Oder man kann diese auch ganz ausstellen. Was das jetzt genau zu bedeuten hat, müssen wir erstmal abwarten. Dann gibt es für beide Personenwagen, einmal für die japanische und einmal für die US-Seite, eine neue Version mit einem MG-Schützen. Beide Transportfahrzeuge erhielten mit dem Patch 6.0 den Code für eine Schützenposition. Laut ersten Leaks enthalten beide Fahrzeuge bereits die notwendige Halterung für die Maschinengewehre. Okay Leute, wir sind jetzt soweit am Ende angekommen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, oder ein Dislike, wenn nicht. Wer weiterhin Battlefield-Videos sehen will, haut ein Abo raus und schaltet die Glocke ein. Euer Goldpriester, Chowski.